Ja, dann nochmal ganz herzlich und offiziell willkommen zum ersten Expertentalk im Rahmen des Mainova Frankfurt Marathon 2017. Ich freue mich, dass viele den Weg hierher gefunden haben und wir begrüßen an dieser Stelle auch ganz herzlich die Community auf unserer Facebook-Seite. Wir hoffen, dass dort auch viele Menschen uns zuschauen und dann auch zuhören vor allem, denn wir werden ja sehr, sehr viel zu hören bekommen heute über das, was eine gute Marathonvorbereitung betrifft. Eine Bitte habe ich noch vorab, wenn Sie alle die Handys möglichst ausmachen oder mindestens lautlos stellen, dann haben wir hier keine nervigen Nebengeräusche. Die Eintracht hat gestern schon verloren. Darmstadt spielt heute, das interessiert euch aber hier in Frankfurt, glaube ich, nicht so richtig. Also gibt nichts wirklich Wichtiges. Trump gibt keine Pressekonferenz heute, ist alles schon abgefrühstückt. Von daher konzentrieren wir uns also auf den Marathon. Und ja, wir sind heute hier bei der Mainova zu Gast, dem Titelsponsor, der seit vergangenem Jahr eben den Mainova Frankfurt Marathon begleitet. Und ich freue mich, dass der Leiter der Unternehmenskommunikation bei uns ist, Ferdinand Hohle. Herzlich willkommen im eigenen Hause. Danke dir. Im Namen der Mainova AG darf ich Sie alle hier herzlich begrüßen in unserer Zentrale. Normalerweise arbeiten hier rund 1200 Kollegen und Kolleginnen, die zusammen mit den Mitarbeitern an anderen Standorten dafür sorgen, dass wir zuverlässig und preiswert die Region Frankfurt-Rhein-Main mit Strom, Gas, Wasser und Wärme versorgen. Heute Abend widmen wir uns aber dem Laufsport, denn im letzten Jahr sind wir als Sponsor beim Frankfurt-Marathon eingestiegen, ein Leuchtturmprojekt in unserer Sponsoring-Strategie. Und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr hier Sie zu Gast haben dürfen und den Experten-Talk ausführen. Wir sind sehr stolz, dass wir mit Carsten Eich hier einen ausgewiesenen Experten zu Gast haben, der uns allen Tipps für unsere Trainings- und Wettkampfvorbereitungen geben wird. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns das ein oder andere auch gebrauchen kann an dem Tipp und dass dann der Wettkampf Ende Oktober dann auch gut über die Bühne geht. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Abend. Viel Spaß auch zusammen, hinterher auch beim Get-Together zum Nachexpertenaustausch. Da dürfen wir Sie dann auch herzlich zu einem kleinen Umtrunk und ein bisschen Energie einladen. Und würde jetzt gerne an den Renndirektor, dem Veranstalter des heutigen Abends, Jo Schindler, übergeben. Viel Spaß, wir sehen uns dann beim Mainova Frankfurt Marathon am 29. Oktober. Ja, hallo, guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank an Ferdinand Hohle und sein Team, dass wir heute Abend hier sein können. Es freut uns natürlich sehr, dass wir einerseits letztes Jahr war noch im Bau der Raum, deswegen konnten wir letztes Jahr hier unseren Experten-Talk nicht machen, also dass wir diesen Raum jetzt nutzen können. Ich finde ihn wunderbar eingerichtet und nicht extra für uns, aber wir freuen uns sehr, dass wir zu Gast sein können. Es ist ein Thema heute Abend, was mich persönlich sehr fasziniert. Ich wollte das eigentlich, seit wir mit den Experten-Talks begonnen haben, vor jetzt 5 Jahren, schon immer mal auf der Agenda haben, nämlich wie trainiere ich sinnvoll und strukturiert, nicht einfach so vor sich hin. Man läuft jede Woche eigentlich das Gleiche und ist am Ende unzufrieden, weil die Zeiten nicht besser werden, sondern dass ein wirklicher Laufprofi mal erklärt, wie mache ich das als Breitensportler, als Amateur richtig, damit am Ende auch ein wirklich guter Marathon rauskommt. Und da haben wir mit Carsten Eich natürlich einen tollen Referenten für heute Abend gewinnen können. Er selber war einer der besten deutschen Läufer, die wir je hatten und ist heute ein sehr erfahrener Trainer. Und von daher denke ich, wird es ein inhaltlich sehr, sehr guter Abend. Ich freue mich drauf und danach natürlich auch können wir gerne nochmal über die ein oder andere Thema Richtung Marathon sprechen. Also nochmal herzlichen Dank an die Mainova, dass wir hier heute sein können und herzlichen Dank an den Carsten, dass er heute Abend unser Referent ist. Ja, vielen Dank. Und wir haben noch ein kleines Goodie für all diejenigen, die hier sind, denn wir verlosen noch eines dieser, beziehungsweise drei dieser Marathonbücher aus dem Mainova Frankfurt Marathon 2016. Ist wieder ein wunderbarer Bildband entstanden. Drei davon werden wir heute verlosen unter allen Anwesenden. Wir haben die Namen hier schon in einer Lostrommel
und werden diese Bücher dann nachher noch unter die Leute bringen. Es lohnt sich also auch, bis zum Ende der Veranstaltung zu bleiben und nicht früher abzureisen. Aber ich glaube, das ist nicht das Buch, was die Leute hier hält, sondern es geht heute, ja, wie wir schon gehört haben, um einen Vortrag eines Mannes, der ja nicht nur ein erfolgreicher, sondern im Prinzip der erfolgreichste deutsche Straßenläufer war, denn er hält bis heute noch 2 deutsche Rekorde. Weiß jemand, welche das sind? Oh, da sind Fachwissende. Carsten, aufpassen gleich, ja, die kennen dich sehr gut. Also allen anderen sei gesagt, dass er bis zum heutigen Tag den deutschen Rekord über die 10 Kilometer auf der Straße hält, in 27 Minuten 47. Das hat er 1993 geschafft. Osterlauf Paderborn nehme ich mal noch fast an, ne? Ja. Und eine Woche vorher ist er fast Weltrekord im Halbmarathon gelaufen. Denn er ist dann an diesem Tag am 4. April 60 Minuten und 34 Sekunden gelaufen in Berlin. Über 21,0975 Kilometer. Ne? Also nicht über 18 oder sonst wie. Das Blöde, einen Tag vorher wäre es Weltrekord gewesen. Aber da ist irgend so ein anderer halt zum ersten Mal unter einer Stunde gelaufen. Das war dann Weltrekord. Also er ist fast Weltrekordler. Aber den Europarekord hat er damals damit aufgestellt. Und wie gesagt, auch das ist bis heute noch der deutsche Rekord. Er war 1989 Junioren-Europameister, hat 2 Olympische Spiele miterlebt, war 3-mal bei Weltmeisterschaften dabei, 2-mal bei Europameisterschaften und ist 13-mal deutscher Meister geworden. Ja. Wie viele Marathons er gelaufen ist, weiß er selbst nicht so ganz genau, es war ein knappes Dutzend. Aber wenn dieser Mann keine Erfahrung hat, wer dann? Also, wir freuen uns auf einen Mann, der sich mittlerweile als Trainer, als Gesundheits- und als Sportmanager bezeichnet, da auch sehr viel Aktivitäten anbietet in Form von Laufreisen oder Workshops. Und ich freue mich, dass er heute mit Unterstützung von Essex, unserem langjährigen Partner, bei uns ist. Carsten Eich, herzlich willkommen nochmal ganz offiziell hier bei uns. Ja, genau. Auch von mir natürlich vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Und vielleicht mal eine Frage vorweg. Es geht ja heute um die strukturierte, um die langfristige Vorbereitung. Deshalb einfach mal auch für mich informativ, wer plant im Oktober hier in Frankfurt seinen ersten Marathon zu laufen? Okay, das ist schon mal fast die Hälfte. Das heißt, wir haben jetzt bei den anderen 2 Chancen. Entweder wollen Sie gar keinen Marathon laufen, eher kürzere Distanzen, oder das wird wahrscheinlicher sein, Sie sind schon mal einen Marathon gefinisht. Das heißt, dann gehe ich mal davon aus, dass die anderen wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nochmal die eine oder andere Minute rausholen wollen, eine neue Bestzeit aufstellen wollen. Und dafür bietet der Mainova Frankfurt Marathon im Oktober natürlich beste Gelegenheiten. Wir haben eine sehr, sehr schnelle Strecke. Wir hatten in den letzten Jahren Top-Bedingungen und von daher macht es durchaus Sinn, sich auch jetzt schon wirklich Gedanken über die Vorbereitung zu machen. Wir haben noch knapp 30 Wochen. Das klingt erstmal noch sehr, sehr viel. Aber es macht durchaus Sinn, jetzt mit der Vorbereitung zu starten. Und wie das Ganze aussehen kann, möchte ich euch in den nächsten knapp 60 Minuten sozusagen erläutern. Wir werden das Ganze in 5 verschiedene Bereiche mal aufteilen. Natürlich, der wichtigste Part ist das Training, sind Trainingsinhalte. Wie kann das Ganze im Endeffekt stattfinden? Es geht dann im Endeffekt auch weiter mit der sicherlich notwendigen Ausrüstung. Auch das ein ganz, ganz spannendes Thema. Glücklicherweise ist der Laufsport, was die Ausrüstung betrifft, nicht ganz so, ich sage jetzt mal intensiv, nicht ganz so kostenintensiv, aber auch da gibt es natürlich Punkte, auf die wir uns konzentrieren und vorbereiten sollten. Der Energiestoffwechsel spielt eine große Rolle. Das heißt, der Marathon ist einfach von der Distanz her eine sportliche Belastung, in der kein Läufer dieser Welt das rein im Kohlenhydratstoffwechsel absolvieren kann. Das heißt, auch nicht der Kenianer, der in 2:04 vielleicht knapp 2:05 in die Festhalle einläuft mit einem Höllentempo, kann dies im reinen Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, auch da werden wir uns mal anschauen, wie wir das Ganze optimieren und von der Energiebereitstellung dann natürlich auch für den Marathon einfach effektiv gestalten können.
Regeneration, ganz wichtiger Punkt, sowohl im Training wie natürlich auch vor allem dann in den letzten Tagen und den letzten Wochen vor dem Wettkampf. Für mich irgendwo so ein Schlüsselerlebnis oder einfach ein Schlüssel für die perfekte Leistung, für die Topleistung wirklich am Tag X. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, wie die Topathleten es hinkriegen, im Endeffekt sich 4 Jahre auf Olympische Spiele vorzubereiten und dann, wenn es darum geht, wirklich auch in Topform zu sein. Da spielt die Regeneration auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wir werden uns dann natürlich auch anschauen, was passiert in den letzten Tagen, was passiert in den letzten Stunden beziehungsweise dann auf der Strecke. Denn auch da kann man noch eine ganze Menge richtig oder im schlimmsten Fall auch falsch machen. Und davor möchte ich euch in Zukunft einfach bewahren. Aber einsteigen werden wir natürlich mit der Trainingsplanung. Das ist der entscheidende Faktor. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, wir haben jetzt noch 30 Wochen Zeit bis zum Frankfurt-Marathon und dementsprechend müssen wir oder haben die meisten von euch sich sicherlich jetzt schon mal das Ziel gesetzt. Ja, das war ja gerade auch die Frage. Im Endeffekt solltet ihr da natürlich vor allem realistisch rangehen. Ich muss mir also irgendwo mal anschauen, wie sieht das Ganze aus, was ist wirklich machbar, um dann auch motiviert und entsprechend gut vorbereitet natürlich über die nächsten Wochen und Monate zu kommen. Und dementsprechend dann natürlich auch, der Termin ist ja irgendwo schon gesetzt, 29. Oktober. Und bis dahin haben wir natürlich entsprechend dann noch Zeit, uns wirklich langfristig vorzubereiten. Hier steht jetzt mal Marathonvorbereitung 24 bis 28 Wochen. Das heißt, wir sind eigentlich genau in dem Zeitfenster, wo wir langsam starten sollten. Wir schauen uns gleich an, wie wir das Ganze aufteilen können. Eins vorweg, es geht natürlich nicht, dass ich jede Woche das Gleiche trainiere, dass ich immer wieder die gleichen Trainingsreize setze und hoffe, dass diese sich addieren, sondern es muss einfach sowohl von der Belastung wie auch von der Distanz her eine gewisse Struktur rein. Es muss sich aufbauen. Der Körper braucht immer wieder Trainingsreize, mit denen er sich auseinandersetzen kann, um sein Leistungsvermögen im Endeffekt auch anzupassen. Und genau das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja nicht da stehen bleiben, wo wir heute stehen. Ja? Wenn jemand hier ist im Raum, der sagt, ich möchte eigentlich nur mein Fitnesslevel, was ich heute habe, möchte ich erhalten, dann ist das völlig in Ordnung. Ja? Dann kann er auch natürlich genauso weitermachen, wie er das bisher gemacht hat. Wenn ich weiterkommen will, wenn ich mich entwickeln will, wenn ich meine Leistung verbessern will, dann muss ich mir über effektive Trainingsreize auf jeden Fall auch natürlich Gedanken machen. Thema Motivation ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass ich mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht versuche, auch Trainingspartner zu suchen. Die sollten nach Möglichkeit auch in meinem Niveau sein. Ja, es bringt also nichts, dass ein absolut ambitionierter Läufer, der vielleicht die 3 Stunden knacken will, mit einem Marathon-Einsteiger gemeinsam trainiert, ja, weil da einfach die Welten, die Trainingswelten zu weit auseinander sind. Der Marathon-Einsteiger wäre permanent überfordert, wäre immer im roten Bereich unterwegs, würde nicht effektiv trainieren und genauso würde der andere immer das Gefühl haben, irgendwie warte ich nur die ganze Zeit, das dauert mir hier alles viel zu lange. Von daher macht es durchaus Sinn, sich natürlich Trainingspartner bzw. Lauftreffs zu suchen. Da gibt es hier in Frankfurt auch jede Menge Angebote. Wir haben zum einen mal den montags gleich den Lauftreff vom Frankfurter Laufshop, wo ihr die Möglichkeit habt, in verschiedenen Gruppen einfach aktiv zu werden. Und auch die Urban Runners, die in Frankfurt jeden Mittwoch unterwegs sind, eigentlich jetzt genau zu dieser Uhrzeit. Da kam es zu einer kleinen Verschiebung. Aber ab nächste Woche ist natürlich wieder eine gute Alternative, wo ihr da sozusagen auch in der Gruppe unterwegs sein könnt, wo es verschiedene Geschwindigkeiten gibt. Und über diese Gruppen könnt ihr einfach auch eure Motivation aufbauen, auch wenn mal das Wetter vielleicht nicht ganz so schön ist, wie es heute war. Es Bindfäden regnet. So eine Laufgruppe lässt man nicht im Regen stehen, weil irgendwann danach ruft jemand an und sagt, wo warst du heute? Und das müsst ihr euch ja im Endeffekt nicht antun. Für eine Leistungsentwicklung ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass ich erstmal weiß, okay, wo stehe ich heute, wo ist meine Ist-Situation? Wenn ich Trainingspläne veröffentliche, oft in Kooperation mit laufen.de, dann steht eigentlich auch immer dabei, okay, ich kann heute, dann ist es realistisch, dass ich mit diesem Plan dahin komme. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
Also einfach nur zu sagen, okay, Marathon steht im Herbst an, ich peile mal 3 Stunden an und bin bisher vielleicht noch keinen oder in Anführungsstrichen den Halbmarathon nur, nicht falsch verstehen, in 2 Stunden gelaufen. Das kann nicht funktionieren, ganz klar, selbst wenn ich so viel Zeit habe. Da hilft sicherlich eine Leistungsdiagnostik, wo man einfach anhand der Stoffwechselwerte wirklich sehen kann, wo stehe ich heute, was sind meine realistischen, was sind meine effektiven Trainingsbereiche für unterschiedliche Trainingsinhalte, also welche Geschwindigkeiten, welche Herzfrequenzbereiche sollte ich in Zukunft im Training immer wieder mit einbauen. Und das ist für eine Ist-Situation eigentlich eine ideale Möglichkeit. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich auch einen Wettkampf, ein Wettkampfergebnis, was noch relativ aktuell ist, jetzt einfach als Ausgangssituation oder als Startpunkt nehmen. Vielleicht ist ja der ein oder andere jetzt in den nächsten 3-4 Wochen bei einer Laufveranstaltung dabei. Ja, dann laufe ich einfach mal einen Halbmarathon, gucke, was momentan mit der Wintervorbereitung sozusagen möglich ist und kann daraus dann ein realistisches Ziel für den Marathon im Oktober im Endeffekt ins Auge fassen. Ich habe es gerade schon gesagt, Trainingsreize, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr müsst euch vorstellen, dass es in eurem Körper Anpassungsprozesse geben soll, das heißt in ganz verschiedenen Bereichen. Jeder Trainingsreiz führt zu einer Ermüdung im Körper. Der Körper sagt, ha, das war heute aber echt anstrengend und das möchte ich das nächste Mal ein bisschen einfacher oder ein bisschen besser abfedern können, das möchte ich besser erleben. Und er versucht dann über einen gewissen Zeitraum diese Trainingsreize so anzupassen, dass ihr in einem Zeitraum von 4 bis 6 Wochen sozusagen mit diesem Belastungsreiz besser umgehen könnt. Ja, also das, was mich heute noch sehr, sehr anstrengt, kann in einem überschaubaren Zeitfenster sozusagen ökonomisiert werden. Das heißt nicht, wenn ich jetzt heute, ich sag mal, die 10 Kilometer in einer Stunde laufe und dann in mein Training immer mal schnellere Einheiten mit einbaue, dass es jetzt nach 2-3 Monaten schon mit unter 50 klappen wird. Aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, über entsprechende Trainingsreize unsere Leistungsvermögen so anzupassen, dass im Endeffekt im Körper was passiert und dass ich darüber meine Leistung auch steigern kann. Dafür sind aber auch gesteigerte oder veränderte Trainingsreize notwendig. Ja, das geht in ganz verschiedenen Bereichen, sei es der Umfang, das geht bei der Geschwindigkeit, also bei der Intensität oder auch indem ich einfach fürs Grundlagentraining mal eine andere Ausdauersportart mit dazu nehme. Ich spreche andere Muskulatur an, ich habe einen neuen Trainingsreiz, mein Körper muss sich wieder mit was auseinandersetzen. Ja, wichtig ist eigentlich, dass man aus diesem 1x1 sozusagen, was man immer schon gemacht hat, einfach mal rauskommt und versucht, an der einen oder anderen Stellschraube was zu verändern. Das ist im Profibereich irgendwann relativ schwierig. Ja, vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum die Profis irgendwo im Bereich jenseits der 30, 35 ihre Karriere beenden. Ja, die meisten von euch kommen dann erst in ihre sozusagen erfolgreichsten oder besten Bereiche. Liegt einfach daran, dass man natürlich sehr, sehr früh schon hohe trainingsintensive Reize gesetzt hat. Ich selber bin bis zu 280 Kilometer pro Woche gelaufen, habe auch im Geschwindigkeitsbereich natürlich eigentlich, da ich von der Bahn komme, 3.000 und 5.000 Meter in meinen ersten Profijahren gelaufen bin, sozusagen auch was die Geschwindigkeit betraf, einfach alle Intervallmöglichkeiten irgendwo ausgereizt. Und dann ja, ist es einfach, ich sag mal, der Zahn der Zeit, der so ein bisschen an einem nagt. Man kann keine neuen Trainingsreize mehr setzen. Im Umkehrschluss, die Regenerationszeit wird jedes Jahr ein bisschen langsamer und dann ist es einfach nicht mehr möglich, absolute Spitzenleistungen zu bringen. Aber ich denke mal, wenn ich hier so in die Runde gucke, die meisten können wahrscheinlich da noch ein kleines bisschen an der Schraube drehen. Trainingsinhalte, ganz klar. Eine Frage? Kommen wir jetzt direkt dazu, warum ich so einen langen Zeitraum mache?
Also wir müssen im Endeffekt unterscheiden jetzt mal zwischen einem ärztlichen Check. Ja? Den solltet ihr auf jeden Fall machen. Das ist für eure Gesundheit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Eine Leistungsdiagnostik, habe ich gerade gesagt, kann dir natürlich sehr, sehr relevante jetzt Leistungsvermögen einfach aufzeichnen. Das heißt, du brauchst ja deine Trainingsbereiche. Ja? Es geht in der Trainingssteuerung natürlich auch über einen Maximalpulstest. Ja, wir werden nachher noch ein bisschen zur Trainingssteuerung kommen. Das heißt, wenn du deinen Maximalpuls genau kennst, dann kannst du dein Training auch, was die Bereiche betrifft, also die unterschiedlichen Geschwindigkeits- und damit Intensitätsbereiche, über den Puls steuern. Ganz klar. Ja. Bei einer Leistungsdiagnostik habe ich einfach die Möglichkeit, anhand der Herzfrequenz und natürlich vor allem auch des Stoffwechsels ganz genau zu schauen, was ist noch stabil und was funktioniert nicht mehr. Ja. Also von daher ist das eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Wenn ich ganz genau wissen will, wenn ich wirklich effektiv trainieren will und mich verbessern will, empfehle ich auf jeden Fall auch einen Laktattest. Ja? Wenn ich sage, okay, ich will erstmal schauen, ich denke, ich komme so zurecht und ich kann mit meinem Gefühl mein Training ganz gut steuern, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Okay, Trainingsinhalte. Warum 24 Wochen? Im Endeffekt, die 12 Wochen, die du gerade angesprochen hast, sind die eigentliche Wettkampfvorbereitung. Für eine Strecke wie ein Marathon brauche ich aber natürlich ein ganz stabiles Fundament. Wenn jetzt jemand aus dem Wintertraining kommt, vielleicht einen Halbmarathon im Frühjahr jetzt vorbereitet hat, dann hat er eigentlich die Grundlagenperiode sozusagen schon vorweggenommen. Aber wir dürfen nicht automatisch und schon gar nicht beim Marathon-Erstläufer davon ausgehen, dass die Grundlage schon da ist. Weil das Grundlagentraining für mich ein ganz sensibler Punkt ist. Viele Läufer sind leider zu schnell unterwegs. Das heißt, wir haben Ehrgeiz, wir haben Gruppen, wo wir mitwollen, wir wollen gewisse Ziele erreichen und da neigen wir so ein bisschen dazu, zu überpacen. Wer ist wirklich regelmäßig in seinem Wohlfühltempo unterwegs und kontrolliert das auch über die Herzfrequenz? Melden sich relativ wenige. Genau das ist der Punkt. Das heißt, ihr müsst euch eure Leistungsfähigkeit wie eine Pyramide vorstellen. Und die Höhe dieser Pyramide ist im Endeffekt sozusagen die mögliche Leistungsfähigkeit, die ihr aufbauen wollt. Was passiert, wenn ich immer im mittleren Bereich sozusagen trainiere, also zu intensiv, und dann im Endeffekt bis zur Spitze nur noch die Höhe, ich sage jetzt mal, von ein paar Zentimetern habe? Dann nehmt ihr euch eigentlich selber die Möglichkeit, euch weiterzuentwickeln. Man muss den einen oder anderen Läufer eher erstmal bremsen, um ihm durch langsameres Laufen die Möglichkeit zu geben, besser zu werden. Das ist immer die Frage, macht langsam Laufen wirklich schnell? Und das kann ich nur mit Ja beantworten. Wir brauchen eine deutliche Unterscheidung von Trainingseinheiten, die innerhalb der Woche stattfinden. Ja? Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir die ersten 8 bis 12 Wochen wirklich an unserer Grundlagenausdauer feilen. Da geht es um Themen wie Wohlfühltempo. Da geht es darum, vielleicht auch artverwandte Ausdauersportarten, also Radfahren, Schwimmen, Aquajoggen mit aufzunehmen, neue Trainingsreize zu setzen. Aber alles in dem Bereich, wo ihr euch wohlfühlt, wo die Herzfrequenz relativ niedrig ist und wo wir den Fettstoffwechsel aktivieren. Wir kommen gleich beim Ernährungsthema noch zu diesem Energiemix. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um im Endeffekt wirklich sich die Ausgangssituation erstmal aufzubauen für das dann folgende Training sozusagen in Richtung Wettkampfvorbereitung. Dann folgen natürlich die allseits bekannten Trainingspläne, 12 Wochen zum Marathon, aber da geht es schon richtig zur Sache. Wer an der Stelle direkt einsteigt und die Grundlage noch nicht trainiert hat, wird A mit dem Plan Probleme kriegen. Und wenn nicht mit dem Plan, dann spätestens auf der Marathonstrecke. Und das wollen wir verhindern. Und deshalb möchte ich euch sensibilisieren, wirklich am Anfang nochmal einen Schritt zurückzugehen. Wir haben jetzt noch die Zeit. Ja? Wir haben bis Oktober noch 30 Wochen. Baut erst euer Fundament auf. Macht erstmal die Grundlagenausdauer. Und dann können wir darauf die intensiveren und längeren Trainingsreize für den Marathon setzen. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kann natürlich auch mal ein kurzes Fahrtspiel stattfinden. Ich habe hier mal vorbereitet, wie das bei mir ausgesehen hat. Wenn ihr euch vorstellt, ich bin 2 Marathons pro Jahr gerannt, einen im Frühjahr, einen im Herbst.
Nach dem Frühjahrsmarathon habe ich versucht, mit ein, zwei Regenerationswochen und anschließendem Training mit kürzeren Distanzen sozusagen ein bisschen was von der Form zu retten und über den Sommer zu bringen, den zweiten Marathon vorzubereiten. Nach dem Herbstmarathon habe ich einfach mal 14 Tage meine Laufschuhe in die Ecke gestellt, bin in Urlaub geflogen und habe mich irgendwo an den Strand gelegt, ohne dass ich mich bewegt habe. Das heißt, im Endeffekt habe ich mich 50 Wochen jeden Tag bewegt und dann zwei Wochen eigentlich nur noch zum Buffet und zurück. Und das macht auch durchaus Sinn, aber wenn ich dann wieder angefangen habe, dann war wirklich erstmal die Grundlage wieder das Thema. Das heißt, nach den zwei Wochen habe ich nach dem ersten Dauerlauf wieder Muskelkater bekommen, wo ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein. Wir sind vor kurzem noch täglich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr viel gelaufen. Aber die Trainingsreize, der Körper erinnert sich sehr, sehr schnell natürlich wieder an das, was er schon mal gemacht hat. Und ich hatte dann meistens die komfortable Situation, dass ich ins Trainingslager gehen konnte, Dezember, Januar irgendwo in Spanien unterwegs war. Und im Endeffekt habe ich zweimal pro Tag trainiert, ja, aber sehr laufspezifisch, aber von den Umfängen und von den Intensitäten her noch überschaubar. Das sieht jetzt natürlich erstmal nach viel, viel Training aus, ja, aber wir werden gleich sehen, dass es sich in der eigentlichen Wettkampfvorbereitung dann nochmal deutlich erhöht hat. Das heißt, es standen eigentlich ruhige Dauerläufe, GR1-Läufe auf dem Programm, dazu mal ein kleines Fahrtspiel, also einfach mal ein Antippen der Geschwindigkeit, eine spielerische Umsetzung eines leichten Intervallprogramms und Berganläufe für die laufspezifische Kraft. Ja, das waren so eigentlich die intensivsten, deshalb hier auch orange eingefärbten Trainingsinhalte. Alles andere waren Dauerläufe im Wohlfühltempo, waren Fahrrad-Ergometer-Einheiten, Aqua-Jogging, also relativ allgemein und von daher noch nicht so die Riesenaufgabe. Ja, hier ging es darum, die Muskulatur und den Körper auf das vorzubereiten, was dann noch folgen sollte. Und auch das kann ich euch, wie gesagt, nur ans Herz legen, da am Anfang wirklich mal den einen oder anderen Schritt zurückzuschalten. Okay, wenn wir dann die Grundlage haben, dann kommt es natürlich auch darauf an, dass wir trainingsmäßig uns anschauen, okay, wie komme ich in Richtung meiner Wettkampfgeschwindigkeit und wie nähere ich mich auch der Distanz des Marathons an. Ja, das heißt, hier sind wir jetzt in dem von dir angesprochenen 12-Wochen-Plan, wo wir dann entsprechend natürlich die längeren Läufe sozusagen mit einbauen. Ja, hier steht jetzt mal 30 Kilometer oder 3 Stunden. Reichen für die meisten Marathonläufer vollkommen aus. Es muss nicht unbedingt länger sein. Ja. Es kann vielleicht auch mal ein 32-Kilometer-Lauf dabei sein. Ich bin aber überhaupt kein Fan von Überdistanzläufen. Ja. Auch das wird im Moment gerade im Profibereich relativ häufig gemacht. Aus meiner Sicht steigt eigentlich nur die Verletzungsanfälligkeit. Also es steht in keinem Verhältnis zum entsprechenden Trainingsreiz aus meiner Sicht. Von daher reichen für euch 30 Kilometer oder 3 Stunden als längste Läufe vollkommen aus. Die baue ich natürlich auf. Ja, da fange ich nicht gleich an, nach der Grundlagenperiode jedes Wochenende 30 Kilometer zu laufen, sondern ich steigere mich da in Anführungsstrichen von 20, 22, irgendwann 24, 25 in Richtung 30 Kilometer. Und wenn ihr im Endeffekt dann so 3, 4, maximal 5 Läufe in dem Bereich hinbekommt, dann ist das wirklich gut und auch ausreichend. Wir nehmen den Marathon nicht im Training vorweg. Ja, macht keinen Sinn. Manchmal kommt die Frage, warum? Im Endeffekt, was macht ihr nach dem Marathon? 1 bis 2 Regenerationswochen. Was wollt ihr im Training machen? Weiter trainieren. Das heißt, das wäre ja schon ein großer Zwiespalt, der da nicht funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt in der Phase natürlich schon die größten Trainingsintensitäten, sei es vom Umfang her, auch von Geschwindigkeiten, Intervallen. Da gehört ein mittlerer Dauerlauf dazu. Das heißt, die Brücke zwischen dem Wohlfühltempo und dem eigentlichen Wettkampftempo. Auch da muss bei euch im Endeffekt eine Unterscheidung einfach stattfinden. Ja? Wenn jemand von euch plant, den Marathon nehmen wir einfach mal 4 Stunden zu laufen. Dann reden wir über eine Geschwindigkeit 5,40, 5,45 plus minus. Dann kann es natürlich nicht sein, dass ihr im Endeffekt
das ganze Jahr oder die ganze Vorbereitung in dem Bereich unterwegs seid, 6 Minuten Tempo. Das wäre A, zu dicht an der Wettkampfgeschwindigkeit und wir kriegen nicht die gesamte Bandbreite der verschiedenen Trainingsintensitäten einfach hin. Ja? Sondern dann braucht ihr ruhige Läufe im Bereich 6:30. Die müssen stattfinden, in der Grundlagenperiode vielleicht sogar noch einen Tick langsamer. Wir brauchen einen mittleren Dauerlauf, irgendwo zwischen 6 Minuten und 6:10, vielleicht 6:15, einfach als Brücke. Und wir müssen auch die Wettkampfgeschwindigkeit natürlich im Bereich 5:45, bei Intervallen vielleicht auch mal 5:30 trainieren, um dem Körper einfach ganz viele verschiedene Trainingsreize anbieten zu können. Okay. Auch da nochmal, wie das bei mir aussah. Im Endeffekt hatte ich dann den Vorteil, dass ich ins Höhentrainingslager nach Südafrika gegangen bin. Das heißt, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Die Trainingsintensität, auch die Umfänge haben nochmal deutlich zugenommen. Hier ist jetzt ein 5-Tage-Rhythmus. Hing einfach damit zusammen, dass uns eigentlich völlig egal war, ob Montag, Mittwoch oder Samstag war. Ich war im Hotel und brauchte mich um relativ wenig kümmern. Und von daher haben wir uns für einen 4-Tage Belastungsrhythmus, 1 Tag Regeneration entschieden. 4 Tage, in denen es wirklich zur Sache ging. Das heißt, allein der erste Tag oder jeder Tag eigentlich im Bereich irgendwo um die 35 bis 40 Kilometer, teilweise sogar mehr. Und auch von den Intensitäten her ein Tempodauerlauf, das heißt Wettkampfgeschwindigkeit irgendwo 3 Minuten 305 über 15 Kilometer standen am ersten Tag auf dem Trainingsprogramm. Entsprechend dann auch nochmal ein mittlerer Dauerlaufbereich im Bereich irgendwas um 3:30 und mein Wohlfühltempo lag irgendwo im Bereich 3:45, 3:50 bis 4 Minuten. Das ist aber auch natürlich genau diese Spanne, die ich gerade angedeutet habe bei dem Marathonläufer in 4 Stunden. Ich war jetzt nicht der absolut Grundschnellste, aber ich sag mal, ich habe als Jugendlicher mal eine 800 in 1,51 gehabt. Also ich würde sagen, unter 2,30 war es schon, aber ich bin eigentlich nie in Wettkampf gelaufen. 1500 Meter hatte ich eine 3,44, glaube ich, als Bestzeit. Also ich kam dann eher, wenn es ein bisschen länger wurde. Aber klar, von der Geschwindigkeit her, im Marathon, wenn man 2:10 laufen will, dann ist das 3:05 circa auf den Kilometer. Und das muss natürlich im Training dann auch oft stattfinden. Okay, am 4. Tag stand dann der lange Lauf bei mir bis 35 Kilometer auf dem Plan. Hatte eigentlich nur den Hintergrund, dass wir das Zeitfenster, was ich im Marathon trainingsmäßig abdecken oder energetisch abdecken musste, auch im Training einmal absolvieren wollten. Wenn man 35 Kilometer so im Bereich 3:45, 3:50 läuft, ist man knapp über 2 Stunden unterwegs und das war auch das Ziel sozusagen für den Marathon. Da habe ich dann am Nachmittag einfach noch eine Radeinheit auf dem Ergometer gemacht und dann folgte 1 Tag Regeneration. Die meisten werden jetzt sagen, also 15 Kilometer ist für mich schon eine ordentliche Belastung. Vielleicht noch nicht der lange Lauf, aber zumindest bin ich da auch schon eine ganze Weile unterwegs. Für mich war es einfach so, wenn man sonst das Dreifache am Tag gelaufen ist, dann sind 15 Kilometer und nachmittags frei eigentlich wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Das heißt, da habe ich meinem Körper dann die Möglichkeit gegeben zu regenerieren und dann fing dieser Rhythmus wieder an und da kommt man innerhalb der Woche auf Kilometerumfänge irgendwo im Bereich 240, 250 Kilometer. Ja. Also wir haben in der Marathonvorbereitung wirklich eher mit dem durchgehenden Tempodauerlauf gearbeitet, ja, um die Marathongeschwindigkeit sozusagen zu ökonomisieren und das auch über 15, 18, teilweise 20 Kilometer. Das heißt natürlich nicht, dass etwas früher in der Saison auch Intervalle, also 1000 Meter Läufe stattgefunden haben in Bereichen, die auch deutlich unter 3 Minuten waren. Ja. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Endeffekt natürlich. Man fragt sich ja auch, oder der ein oder andere fragt sich vielleicht, okay, ich selber bin meine deutschen Rekorde irgendwann 1993 mit 23 Jahren gelaufen und bin dann in meiner weiteren Karriere, gerade als ich Marathonläufer war, auch nicht mehr ganz an die Zeiten rangekommen.
Das hängt einfach natürlich mit dem Umfang, mit dem Umfangstraining zusammen und dass da ein kleines bisschen an Intensität verloren geht. Also man kann nicht alles in so eine Trainingswoche reinpacken. Ja? Wenn ich da jetzt noch Intervalle im Bereich 2,40 hätte machen wollen, was notwendig gewesen wäre für einen Halbmarathon in einer Stunde, ja, dann komme ich irgendwann mit den Belastungen sozusagen nicht mehr hin. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum meine deutschen Rekorde heute noch stehen, ja, weil sie aus einer Zeit stammen, wo ich mich auf 10.000 Meter im Sommer vorbereitet habe und die quasi in der Vorbereitung 4 bis 8 Wochen vor meinem eigentlichen Jahreshöhepunkt gelaufen bin. Ja. Man könnte heute sagen, das hat auch nur bedingt funktioniert, weil der Jahreshöhepunkt im Juni hat nicht funktioniert, aber im April bin ich 2 deutsche Rekorde gelaufen. Ja. Klassische Frühform. Ich kann heute ganz gut damit umgehen. Aber es ist einfach ein Punkt, wo ich sage, aus dem Marathontraining einen deutschen Rekord zu laufen, wird nicht einfach. Okay, jetzt sind wir ein kleines bisschen abgeschweift. Aber ich denke trotzdem für die Erläuterung einfach ganz wichtig. Das heißt, Geschwindigkeit, ja, spielt schon eine Rolle. Ja, aber für den Marathon ist es eher die Grundlage, ist es eher die Distanz, ja, wo ich dann mich bis zu der Marathongeschwindigkeit stabilisieren muss, aber jetzt nicht ewig weit, was die Geschwindigkeit betrifft, darüber hinaus. Okay, das heißt, definitiv, es war auch hauptsächlich auf der Folie Grundlagentraining, war es mit drauf. Ja? Das heißt, wir brauchen natürlich schon eine stabile Körpermitte. Ganz klar, wir wollen 42 Kilometer die Körperposition aufrechthalten. Ja? Wenn man sich mal bei den Marathons irgendwo an Kilometer 30, 35 stellt, ja, dann sieht man relativ deutlich, wer Krafttraining, wer auch was für Bauch und Rücken macht und wer vielleicht nicht. Ja? Weil die meisten werden einen Tick kleiner, was dann natürlich auch zu muskulären Problemen führen kann, weil die ganze Laufökonomie nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Das heißt, ich habe aber vorhin gesagt, gerade in der Grundlagenperiode spielen viele Dinge eine Rolle, wo wir Muskelgruppen ansprechen, die wir dann natürlich auch benötigen. Ja? Das in die Wettkampfvorbereitung mit aufzunehmen, das heißt, da wird es eigentlich nur noch erhalten. Ich hol mir die Muskulatur auch in dieser Grundlagenperiode, ja, sehr, sehr guter Einwand, und versuche es dann nur noch zu erhalten. Weil wenn ich jetzt in der höchsten Trainingsphase, in der intensivsten Trainingsphase, noch mit massivem Krafttraining sozusagen reingehen würde oder nochmal neue Reize damit setzen würde, dann werde ich meinen Körper irgendwann überfordern. Ja? Aber ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass sie in der Höhe leben, dass sie in der Höhe trainieren, dass sie in der Höhe geboren werden. Ja? Wir haben es im Endeffekt, ich habe es gerade das Beispiel gezeigt, ich bin mal für 4 Wochen nach Südafrika gefahren, dann war meine Reisekasse mehr oder weniger leer. Ja? Das ist natürlich ein großer Unterschied. Also du brauchst circa 3 bis 4 Wochen, bis sich in der Höhe, in der Hypoxie etwas tut. Vor den deutschen Rekorden habe ich in Mexiko trainiert, auf 2.500 Meter Höhe war unser Hotel. Wir haben bis zu 3.400 Meter Höhe trainiert. Da ist relativ wenig Sauerstoff in der Luft. Ich bin vom Typ her sehr gut damit zurechtgekommen. Das heißt, da sind dann natürlich auch entsprechende Anpassungsprozesse möglich. Aber das macht immer noch einen Unterschied, ob ich in diesem Hochplateau in Kenia geboren werde und im Endeffekt von Anfang an eine andere Zusammensetzung habe. Ja? Es wird auch genetische Gründe geben. Es gibt in Kenia auch nicht nur Läufer. Also wir können nicht die Gesamtbevölkerung als Marathonläufer in 2,10 irgendwo eingruppieren, sondern es gibt diese Laufstämme, ja, wo die erfolgreichen Läufer und Läuferinnen im Endeffekt rauskommen. Und ja, die, also nicht falsch verstehen, die vermehren sich dann natürlich auch. Und das wird auch in Zukunft, denke ich, dazu führen, dass natürlich sehr, sehr gute Laufgene und Laufbedingungen einfach zusammentreffen.
Okay, kommen wir zum Thema Ausrüstung. Für mich der wichtigste Punkt einfach ist der Laufschuh. Ihr müsst euch vorstellen, dass beim Laufen das 2 bis 3, je nach Geschwindigkeit, vielleicht sogar das 4-5-fache des Körpergewichts abgefangen werden muss. Das übernimmt der Schuh. Ja. Natürlich wäre es ein Traum, wenn es unsere Fußmuskulatur alleine könnte. Das heißt, wir hatten ja gerade in den letzten Jahren den Trend Barfußlaufschuhe. Ja. Das ist ein super Training für die Fußmuskulatur, aber bitte nicht im Marathontraining. Also da reden wir über einzelne Kilometer, über langsame Prozesse. Wenn ihr eure Fußmuskulatur daran gewöhnt, wenn sie das stabil hinbekommt, alles gut, funktioniert mit Sicherheit. Ja. Aber wir können nicht die letzten 1000 Jahre oder zigtausend Jahre vergessen machen und sagen, jetzt gibt es zwar Schuhe, aber ich bin jetzt vielleicht ein bisschen schwäbisch unterwegs und ich spare mir den Schuh einfach ein. Dafür sind die Belastungen A mal zu hoch und B natürlich unsere Böden auch nicht mehr weich genug. Ja, selbst wenn wir im Wald laufen gehen, was haben wir da? In der Regel relativ hart geschotterte Wege, die von den Forstarbeitern benutzt werden, damit im Endeffekt der Wald bewirtschaftet werden kann. Und da ist der Schuh einfach eure Rückversicherung gegen Verletzungen und Überlastung. Also lasst euch da wirklich gut beraten. Ja, ihr habt gerade hier auch in Frankfurt mit dem Laufshop wirklich ideale Möglichkeiten. Und guckt da einfach, dass das stimmt. Ja, dass da im Endeffekt immer das Richtige oder die richtige Kategorie an euren Füßen ist. Ja, es gibt Pronations- oder Überpronationsschuhe, die eine Pronationsstütze haben. Wenn ich nach innen knicke, es gibt neutrale Schuhe, das lasst euch da wirklich beraten. Und im Endeffekt geht die Stabilität und der Komfort, also auch die Dämpfung, geht für mich über das Gewicht. Gerade auch im Marathon. Ich habe des Öfteren auch auf Marathonmessen am Stand beraten. Und im Endeffekt greift der Marathonläufer irgendwo schon chronisch zum leichtesten Schuh an der Wand. Weil ich muss ja so lange laufen. Da zählt ja jedes Gramm. Wenn ich dann gesagt habe, okay, ich bin mit einem DS-Trainer gelaufen, der deutlich schwerer als der leichteste Schuh ist, hieß es, ja, aber ich will ja so und so schnell rennen. Da habe ich gesagt, ja, ich bin 2:10 gerannt. Das geht mit dem Schuh. Dann gab es meistens große Augen. Und man kann es dann einfach erklären, weil gerade ab Kilometer 30, wenn die Muskulatur nicht mehr ganz so stabil ist, wenn er müde wird, dann macht der Schuh einfach Sinn und dann sollte ich auch entsprechend ein bisschen Stabilität und ein bisschen Dämpfung einfach noch mit dabei haben. Ja, wir bewegen uns 42 Kilometer auf Asphalt und das wird eine lange Zeit und dementsprechend kann man eventuell auch noch 30 Gramm irgendwo am Körper vielleicht einsparen oder abtrainieren und der Schuh sollte dann schon entsprechend gut unterwegs sein. Alles Weitere in der Laufausrüstung, sei es jetzt mal Textil, ja, da geht es in erster Linie natürlich um Funktionsfasern, da geht es auch um, ich sage jetzt mal, Modetrends, ja, das ist jedem selbst überlassen, dass wir nicht mehr in Baumwolle laufen, ich denke, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Da geht es auch um eine Sichtbarkeit, gerade im Dunkeln. Wer im Winter abends unterwegs ist, der muss da natürlich auch für seine Sicherheit einfach ein bisschen sorgen. Auch das ganze Thema Kompressionsbekleidung ist sicherlich sinnvoll, lasst euch da entsprechend beraten. Je mehr Muskulatur, je mehr Wadenmuskulatur ich habe, umso sinnvoller ist das Ganze auch. Und von daher macht das mit Sicherheit Sinn. Aber der Schuh ist für mich trotzdem der zentrale Punkt einfach bei der Ausrüstung. Trinkgurt, gerade wenn ihr euch jetzt im Sommer vorbereitet, wenn die längeren Läufe dann irgendwann kommen, müsst ihr euch Gedanken machen, wie kann ich unterwegs was trinken? Ja, entweder komme ich alle 5 oder 10 Kilometer bei mir zu Hause vorbei, wobei da die Gefahr des Schweinehundes, der sagt, bleib doch, relativ hoch ist. Ich habe es wirklich so gemacht, dass ich entweder Fahrradbekleidung hatte, klar, in Trainingslagern oder so hat das schon funktioniert. Ansonsten habe ich an einem Trinkgurt einfach 4 oder 6 kleine Flaschen mitgenommen. Dann konnte ich zumindest alle 20 Minuten, alle halben Stunden sozusagen mal 100 oder 150 Milliliter trinken und so auch die Verpflegungsstellen auf der Strecke irgendwo ein bisschen simulieren oder ins Training mit einbauen. Weil auch das Trinken beim Laufen muss trainiert sein. Das ist die Frage, wie alt dein jetziger Schuh ist. Also ein Schuh hat circa eine Lebensdauer von, ich sag mal, 800 bis 1200, maximal 1500 Kilometer.
Und auch was die Jahre betrifft, nach 2-3 Jahren lösen sich Verklebungen, werden Materialien nicht besser. Ja? Und von daher ist das jetzt schwer zu sagen. Aber wenn du dich wirklich mit dem Marathon befasst, ja, würde ich schon empfehlen, dass du auch 2 verschiedene Paar Laufschuhe zumindest mal hast oder vielleicht sogar noch ein drittes, hin und wieder in der Woche einfach tauschst. Ja? Auch um zu spüren, Unterschiede, es muss nicht der gleiche Schuh sein, nicht das gleiche Modell. Auch um da Unterschiede zu spüren, um auch zu merken, wann ist ein Schuh verschleißt. Ja, weil wenn du mit einem Schuh immer wiederkommst vom Laufen und denkst, mir tut's Knie weh und du bist mit einem anderen unterwegs und es funktioniert besser und du hast keine Probleme, dann wirst du einfach selber merken, dass die Dämpfung sozusagen vorbei ist. Ja, dass die ihre Aufgabe nicht mehr so wie gewohnt einfach erfüllen kann. Aber das macht schon Sinn, da auch einen zweiten Laufschuh mit im Angebot zu haben. Okay, Trainingssteuerung. Ich habe es vorhin mal angesprochen. Die Herzfrequenz ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Dazu müsst ihr aber euren Maximalpuls wissen. Ja. Gefühl wäre natürlich eine tolle Möglichkeit. Aber ich habe gerade gesagt, viele Läufer überschätzen sich an der Stelle. Ja. Wenn ich in Camps oder auf Laufreisen unterwegs bin, trainieren wir auch nach Pulsuhren. Ich laufe dann von den verschiedenen Gruppen und der ein oder andere, wenn ich dann mal frage, kommt eigentlich meistens, das sieht man schon, hochroter Kopf, Luft eher Mangelware. Ja? Und wenn ich dann frage, wie geht's dir, ist das jetzt Grundlagentraining? Ja, super, mache ich immer so. Das heißt, da ist schon in der Wahrnehmung vom Gefühl zur Wirklichkeit irgendwo eine kleine Disbalance. Und da macht es wirklich Sinn, sich im Endeffekt nach der Herzfrequenz zu steuern. Ja? Nur mal so als Anhaltspunkte, wenn ihr euren Maximalpuls kennt, 60-75% des Maximalpulses ist der Bereich, in dem ich meinen Grundlagenausdauer trainieren sollte. 75-85% ist der Bereich, wo ich den mittleren Dauerlauf absolviere. 85-95% ist dann für den Tempodauerlauf, die Wettkampfgeschwindigkeit oder Intervalle vorgesehen. Ja? Und da sind wir einfach bei ganz vielen, die eigentlich immer schon in dem mittleren Bereich unterwegs sind und die Grundlage einfach weglassen. Das heißt, da macht der Maximalpuls und dann eben auch die Eingabe eines entsprechenden Trainingsbereichs auf jeden Fall Sinn. Okay, wenn wir jetzt gehört haben, dass es unterschiedliche... Ja. Also du hast im Endeffekt 2 Möglichkeiten. Du kannst zu deinem Hausarzt gehen, ein Belastungs-EKG machen. Nachteil ist, das findet in der Regel auf dem Fahrradergometer statt. Das heißt, du müsstest ihn bitten, ob er die Wattzahl der jeweiligen Stufe halbieren kann. Wir wollen ja nicht von unserer Muskulatur her an den Maximalwert kommen, sondern von Herz-Kreislauf. Ja, und es ist hin und wieder so, dass du auf dem Fahrradergometer nicht mehr treten kannst, weil die Belastung, weil die Wattzahl zu hoch ist und Herz-Kreislauf vielleicht noch den einen oder anderen Schlag hochgehen würde. Ja? Das heißt, da lieber, im Endeffekt soll es eigentlich eine Art Belastung sein, die über 6-10 Stufen permanent gesteigert wird, jeweils so 1, 2, maximal 3 Minuten, wo ich permanent die Belastung steigere, damit ich mich ausdauermäßig, also herz-kreislaufmäßig sozusagen an meinen Maximalpuls ranarbeiten kann. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht nichts mehr, ziehst du noch einen Endspurt an, ja, und dann lässt du die Uhr den Maximalpuls aufzeichnen. Ich habe das früher bei einer Leistungsdiagnostik auf dem Laufband gemacht, das heißt, wir waren gesichert an der Decke. Ja, ich hatte mehr oder weniger wie so ein Baby, so ein Laufgurt an. Die haben alle 60 Sekunden die Geschwindigkeit gesteigert. So lange, bis es mir die Beine weggerissen hat und ich in der Luft hing. Ja? Nur das kann ich euch auf dem Laufband einfach nicht empfehlen. Weil das wäre für die Vorbereitung nicht hilfreich. Genau. Okay, Energiestoffwechsel, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe vorhin gesagt, dass wir einen Energiestoffmix brauchen. Wir haben, ähnlich wie ein Hybridfahrzeug, 2 verschiedene Energiestoffwechsel oder Energiebereitstellungen im Körper. Das ist einmal der Kohlenhydratstoffwechsel, der funktioniert für intensive Belastungen. Das ist eigentlich die Energieform, auf die der Körper sehr gerne zurückgreift.
Der Nachteil ist, sie ist begrenzt. Wir können das sogenannte Glykogen nur in der Muskulatur und teilweise in der Leber speichern. Das heißt, auch mit vollen Speichern können wir maximal 45, 50, der ein oder andere vielleicht 60 Minuten intensive Belastungen im reinen Kohlenhydratstoffwechsel absolvieren. Das heißt natürlich im Umkehrschluss für uns, nach 60 Minuten wird keiner im Ziel sein, auch kein Kenianer. Das heißt, wir brauchen den Fettstoffwechsel. Die gute Nachricht, die Energiemenge Fett ist im Körper unbegrenzt verfügbar. Sie würde reichen für 800 bis 1000 Kilometer am Stück, ohne nachtanken. Ich hatte früher, als ich austrainiert war, ein Körpergewicht von 64, 65 Kilo bei einem Fettanteil irgendwas von 6, 6,5%. Auch da war genügend Fett für den Fettstoffwechsel vorhanden. Das heißt, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass die Energiemenge relativ träge ist und dass sie nicht für intensive Belastungen eigentlich zur Verfügung stehen möchte. Und um das im Endeffekt besser zu verstehen, ja, wir haben hier in Frankfurt direkt an der Festhalle den Mann mit dem Hammer. Und genau da gehört er eigentlich auch hin. Dort möchtet ihr ihn treffen. Vielleicht noch ein paar Meter später, ja, aber ich sage mal, die letzten Meter in die Festhalle, die gehen eigentlich immer noch. Ich möchte ihn aber nicht bei Kilometer 30, 32 oder 35 treffen, weil dann wird es hart. Und was ist der Moment, wo der Mann mit dem Hammer steht? Eigentlich genau der Moment, wo die Kohlenhydrate alle sind. Das heißt, ihr müsst von da ab mit dem reinen Fettstoffwechsel ins Ziel laufen. Das heißt Geschwindigkeitsverlust, ihr fühlt euch schlecht, die Muskulatur spielt nicht mehr mit und die effektive, einfache Energieform steht nicht mehr zur Verfügung. Demzufolge muss ich A mal natürlich wissen, in welchem Bereich kann ich wirklich unterwegs sein. Das gucken wir uns gleich noch an. Und B muss ich natürlich auch diesen Fettstoffwechsel trainieren. Das heißt, ich habe da natürlich die Möglichkeit, das Ganze sozusagen den Körper ein kleines bisschen zu überlisten und Energiereserven effektiv zu nutzen. Noch relativ neu sind Begriffe wie Low-Carb-Training oder Sleep-Low. Das heißt, das sind eigentlich wissenschaftliche Studien, die bewiesen haben, dass wenn ich dem Körper an der einen oder anderen Stelle auch im Trainingsalltag Kohlenhydrate entziehe, dass er lernt, besser mit den Fetten umzugehen. Da ist eine Frage. Genau, also im Endeffekt sozusagen, wenn du mit leeren Speichern, mit leeren Kohlenhydratspeichern startest, ja, dann muss der Körper, dann hat er eigentlich gar keine andere Wahl. Was soll er nehmen? Ja? Sie werden nie ganz leer sein, ja? Aber wenn die natürlich entsprechend reduziert, sozusagen nachgefüllt wurden, dann wird er erst noch ein bisschen aus diesem Kohlenhydratspeicher sich nehmen, dann sind sie irgendwann leer und dann sozusagen trainierst du verstärkt deinen Fettstoffwechsel. Also es nennt sich die Aktivierung des Fettstoffwechsels. Nicht zu empfehlen für intensive Trainingseinheiten und auch sehr vorsichtig für sehr lange Trainingseinheiten. Ja? Weil der Körper sonst an die Eiweiße geht und im Endeffekt die ganze Regeneration wieder sozusagen behindert wird. Also da, das ist schon eine relativ differenzierte Geschichte. Ja. Ich würde es auf jeden Fall, oder wir sind davon abgekommen zu sagen, ein Läufer muss permanent seine Kohlenhydratspeicher randvoll haben. Das ist nicht zwingend notwendig. Also nur weil ich laufen war, muss ich nicht nach Hause gehen und ich sag mal, 2 Kilo Nudeln essen, ja, das machen die Tour de France-Fahrer, weil sie natürlich auch am nächsten Tag wieder 8 Stunden auf dem Fahrrad sitzen. Ja. Es macht eigentlich genau der Mix aus. Das heißt, auch ruhig mal früh nüchtern laufen, wer die Möglichkeit hat, ja, sei es am Wochenende oder vor der Arbeit. Da habe ich natürlich, teilweise muss ich dann noch schauen, ob ich abends die Speicher schon wieder aufgefüllt habe, ja. Oder ob ich sogar Sleep Low mache, also abends im Endeffekt keine Kohlenhydrate mehr zu mir nehme, den Körper mehr oder weniger von der Speichersituation her eher runtergefahren habe und dann sage, okay, im Training probiere ich mal, wie das Ganze funktioniert. Ja?
Das soll aber nicht für die nächsten 6 Monate eure Strategie fürs gesamte Training sein. Also ganz sicher nicht. Ja? Aber an der einen oder anderen Stelle einfach mal mit einstreuen und auch mal probieren und dem Körper auch mal zu zeigen, was im Marathon bei Kilometer 35 eigentlich sein könnte. Es kann ja nicht schlecht sein, das im Training auch schon mal ausprobiert zu haben. Okay, auch hier nochmal die von mir vorhin angesprochene Pyramide der Trainingsinhalte. Ja, je breiter euer Fundament ist, je besser euer Fettstoffwechsel trainiert ist, umso höher kann eure Leistungsfähigkeit werden. Okay, jetzt kommen wir langsam in die heiße Phase. Das heißt, wir haben jetzt wochenlang, monatelang gut trainiert, sind gut durchgekommen, haben die Belastungen, so wie sie im Trainingsplan gestanden haben, eigentlich ziemlich gut absolvieren können. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, was macht man mit den letzten 2, 3, 4 Wochen? Ja? Und da ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir im Endeffekt dem Körper jetzt auch mal die Chance geben, diese Trainingsreize zu verarbeiten. Das heißt, es macht keinen Sinn, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen noch ausgefallenes Training nachzuholen. Ja, der eine oder andere kommt ja auf die Idee und sagt, der stand da vorne und hat gesagt, ich soll 4 bis 5 lange Läufe machen. Jetzt ist vielleicht im August permanent 30, 35 Grad. Da fallen die langen Läufe aus. Ja. Im September ging es jobmäßig nicht, also baue ich die jetzt alle im Oktober noch mit ein. Nur um Haken dran zu machen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen in den letzten Tagen, in den letzten Wochen unser Training reduzieren. Natürlich kann an der einen oder anderen Stelle auch nochmal ein richtig intensiver Trainingsreiz, was die Geschwindigkeit betrifft, damit dabei sein. Ja. Aber der Gesamtumfang wird schrittweise zurückgefahren. Und das ist eigentlich auch sozusagen das Geheimnis, warum die Top-Athleten am Tag X dann wirklich fit sind. Wir versuchen über einen langen Zeitraum in einer relativ ermüdeten Trainingssituation zu sein, sodass der Körper auf die Erholung, auf die Umsetzung dieser Trainingsreize irgendwo lechzt. Und wenn wir ihm dann die Möglichkeit geben, zu sagen, jetzt wird reduziert, jetzt wird erholt, dann entwickelt sich sozusagen die Top-Leistung und dann kann ich entsprechend im Wettkampf auch Vollgas geben. Ja, also eine ganz, ganz wichtige Phase, wo ich mein Training zurückfahre, Intensitäten an der einen oder anderen Stelle sicherlich nochmal steigere, aber insgesamt eher auch mal Mut zur Lücke habe. Also die eine oder andere Trainingseinheit dann wirklich weglasse. In guten, in vielen Trainingsplänen steht das auch drin. Aus meiner Sicht nicht in allen, aber in den guten auf jeden Fall. Das ist natürlich auch die Zeit, wo ich Testwettkämpfe nutzen kann. Ja? Einfach mal das Feedback vom Körper sich abholen, ja, mein Training hat funktioniert. Das heißt, Psychologie hat ja eigentlich noch nie geschadet. Wenn ich jetzt gerade mein Training runterfahre, dann kann ich natürlich auch super mal noch einen 10 Kilometer oder einen Halbmarathon als Testwettkampf einbauen. Ja, wir haben 3 Wochen vor dem Frankfurt-Marathon hier den Sportchecklauf über 10 Kilometer. Wäre eine Möglichkeit, um einfach mal das Wettkampffeeling in Frankfurt zu nutzen. Es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele andere Läufe, wo ihr sicherlich nochmal schauen könnt, okay, wie bin ich denn jetzt eigentlich über den Sommer gekommen? Ja, habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich probiere auf neue Bestzeit zu laufen. Das wäre natürlich das Feedback, ja, ich bin in Topform. Oder ich probiere einfach mal zum Beispiel über einen Halbmarathon die Anlaufgeschwindigkeit, das heißt die Geschwindigkeit für meine erste Hälfte aus. Und wenn ich mich da pudelwohl fühle, ja, dann habe ich schon mal die Gewissheit, okay, die erste anderthalb, die ersten 2 Stunden passiert mal gar nichts. Ich habe mich noch gut gefühlt, bis Kilometer 30 komme ich auch noch, ja, und dann der Rest ist Kopfsache. Das heißt, da habe ich natürlich dann auch ein Feedback, was ich einfach aus dem Wettkampf rausziehen kann. Halb mal 3 besser. Also viel später würde ich keinen Halbmarathon mehr empfehlen. Ja, hängt auch wieder mit der Regeneration zusammen. Regeneration auch. Vielleicht joggen, ein bisschen die Beine ausschütteln. Viele brauchen es auch für den Kopf, so nach dem Motto, also gar nicht, ja. Dann geht einfach mal eine halbe Stunde, Dienstag und Donnerstag von mir aus. Würde mir das bringen?
Wenn sie nicht funktioniert, kann ich nichts mehr tun. Und wenn sie funktioniert, funktioniert sie vielleicht am Dienstag, aber am Sonntag nicht mehr. Ja, also ich sag mal, wenn du Dienstag noch eine Stunde laufen gehen willst, habe ich kein Problem damit. Ja? Im weiteren Wochenverlauf würde ich es dann schon reduzieren. Ja? Also das macht einfach Sinn. Ich meine, dann musst du dir vielleicht im Anschluss noch eine Möglichkeit suchen, wo du dich auch mit ablenken kannst, für den Kopf, sage ich jetzt mal. Ja? Aber ich würde nicht zu viel, in Anführungsstrichen, noch an der Umfangsschraube einfach in der Wettkampfwoche drehen. Also Muskeltraining würde ich nicht empfehlen. Ja, ein Fitnessstudio, klar, kannst ein bisschen Cardio-Geräte oder irgendwas vielleicht machen, ja, aber dann nur Sachen, die du wirklich auch gewohnt bist. Also hier ist eigentlich auch dein Platz auf dem Sofa. Ja, also wirklich mal die Beine hochlegen und sagen, okay, ich habe jetzt Wochen, Monate lang intensiv und viel trainiert und jetzt gebe ich dem Körper das Signal, okay, jetzt erhol dich, weil jetzt wird irgendwann mal der Knall erfolgen und dann möchte ich auch eine gewisse Leistung von dir erwarten. Ja, das ist natürlich das, was ich meine. Also die halbe Stunde bezieht sich natürlich dann eher jetzt auf einen Marathon-Trainingsplan, den ich vielleicht mit 40, 50 Kilometer im Schnitt gemacht habe. Ja, da fängt es ja irgendwo an, vielleicht auch 60. Wenn du natürlich ein ambitionierteres Ziel verfolgst, wenn du 80, 90, 100 Kilometer gelaufen bist, dann ist die Hälfte natürlich schon eine Reduzierung, wo auch der Körper wieder die Regeneration hat. So wie ich vorhin gesagt habe, 15 Kilometer waren für mich ein Regenerationstag, als wenn ich Urlaub habe. Ja, genau. Entweder früh aufstehen oder spät abends. Also es ist schon schwierig. Ich meine, auch da hatte ich wieder den Vorteil, dass ich eigentlich im Sommer viel in St. Moritz war, ja, wo die Temperaturen, wo wir auch Sommer hatten, in Anführungsstrichen, ja, aber uns auf knapp 2000 Meter Höhe bewegt haben und dann ideale 20 Grad waren. Ja, also ideal noch für Sommer jetzt mal. Ideale Lauftemperatur ist irgendwo 14 Grad. Aber klar, das ist natürlich... Es ist problematisch, ja, aber es hilft relativ wenig, als Sonntag früh sehr zeitig aufzustehen und noch ein bisschen die frische Luft nach der Nacht zu nutzen. Okay, Wettkampfwochenende, ja, ganz klar, jetzt geht's los. Jetzt könnt ihr die Vorfreude natürlich im Endeffekt aktivieren. Jetzt geht es eigentlich darum, ich sag mal, die Nervosität so ein bisschen im Griff zu behalten, auch die Vorbereitung oder natürlich die anstehenden Aufgaben wie Startnummerabholung, Marathonmesse möglichst frühzeitig zu erledigen. Da habt ihr hier in Frankfurt am Freitag alle Möglichkeiten dazu. Da ist es noch relativ überschaubar. Samstagmittag wird es relativ voll. Ja, da ist die Messehalle dann im Endeffekt ja, ein richtiger Bienenkorb, würde ich mal sagen. Wer da die Möglichkeit hat, das Ganze schon am Freitag zu machen, das macht mit Sicherheit Sinn. Ihr kriegt viel schneller eure Startunterlagen. Ihr könnt viel mehr in Beratungsgespräche an den Ständen gehen, könnt auch das eine oder andere Schnäppchen noch machen. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Kohlenhydrate, klar, wir wollen die Speicher auffüllen. Ja, im Wettkampf, wenn die Kohlenhydrate eh nicht reichen, dann sollte ich auf jeden Fall mit vollen Speichern im Endeffekt unterwegs sein. Und was ganz unten noch steht, im Endeffekt, allein durch die Aufregung, durch die Vorspannung ist es gar nicht so einfach, die letzte Nacht, sagen wir mal, sinnvoll zu schlafen. Ich sollte also versuchen, in der Woche vorher nicht schon in einem Schlafdefizit zu sein. Ja, also das wäre schon mal ein Tipp. Und dann im Endeffekt eigentlich erst ins Bett gehen, wenn ich wirklich müde bin. Ja, ich hatte so ein bisschen den Vorteil, dass wenn ich einen Fernseher gegenüber von meinem Bett hatte, was im Hotel eigentlich immer so ist, wenn ich den angemacht habe, bin ich relativ schnell dann eingeschlafen, ja, ob ich es wollte oder nicht. Das war an dem Abend dann immer ein bisschen hilfreich. Aber in der Regel habe ich sehr unruhig geschlafen und war dann eigentlich froh, wenn irgendwann der Wecker geklingelt hat. Ja. Das heißt, deshalb lieber ein bisschen vorschlafen und einfach ein bisschen vorher sich erholen.
Kohlenhydrate, ich habe gerade gesagt, ganz, ganz wichtig, dass die Speicher voll sind. Ich selber habe die Saltin-Diät gemacht, das steht jetzt mal für Profis. Ja. Im Endeffekt sah die wie folgt aus: Sonntag, also 8 Tage vor dem Marathon, eine mittlere bis intensive Trainingsbelastung. Das heißt, 10 Kilometer im mittleren Bereich, 3,20 bis 3,30. Danach 5 Kilometer in der Marathongeschwindigkeit. Das heißt, das war an dem Tag, weil ich relativ erholt war, eigentlich kein Problem. Ziel war, Kohlenhydratspeicher leeren. Danach, ab dieser Trainingseinheit, habe ich 3 Tage komplett auf Kohlenhydrate verzichtet. Das klingt erstmal unlogisch. Ja. Ist von den Tagen her auch nicht ganz so einfach, weil ein Sättigungsgefühl hinzubekommen ist schwierig. Es ging auch nicht darum, so viel wie möglich Fette oder Eiweiße zu sich zu nehmen, sondern in Anführungsstrichen diese 3 Tage zu überleben. Mein Vorteil war, dass ich viel auf der Couch war, vom Fernseher. Manchmal kamen gute Sachen im Fernseher, eher oft nicht. Ich bin halt noch einmal am Tag laufen gegangen, habe einfach nur versucht, dem Körper die Kohlenhydrate zu entziehen und habe dann am Mittwoch eigentlich die schwerste Trainingseinheit der Vorbereitung gehabt. Einlaufen und dann 5 Kilometer in der Marathongeschwindigkeit. Wenn das nicht funktioniert für den Kopf, eigentlich eine Katastrophe. Weil zu wissen, ich komme Mittwoch gerade so bis Kilometer 5 und soll das Ganze am Sonntag 42 Mal laufen, eher schwierig. Ja. Mir war natürlich klar, okay, das lag daran, dass die Speicher leer waren. Reiner Fettstoffwechsel, 3-Minuten-Tempo ist nicht ganz so einfach. Im Endeffekt haben wir dem Körper damit nochmal ein Signal gegeben, zu sagen, okay, jetzt ist hier wirklich Defizit. Und wenn jetzt irgendwo nochmal Kohlenhydrate auftauchen sollten, dann speicher die ein, aber überall, wo es nur geht. Und genau das haben wir die nächsten 3 Tage gemacht. Das heißt, ich habe Kohlenhydrate, speicherbare Kohlenhydrate in allen Formen zu mir genommen. Ja, da geht es jetzt nicht um Zucker, ganz klar, sondern natürlich eher auch um Geschichten wie Pasta, eher Vollkorn sogar. Kartoffeln sind da dabei. Da sind natürlich auch Sporternährungsgeschichten dabei, wie Gels, wie Riegel, wie Sportgetränke. Also alle Formen sozusagen, wo der Körper das Glykogen speichern kann, das habe ich die nächsten 3 Tage gemacht und war mir dann zumindest sicher, wenn ich Sonntag am Start stehe, sind die Speicher voll. Ja. Der zweite Teil, also verstärkt Kohlenhydrate, macht durchaus auch Sinn für euch. Ja, ich würde es euch jetzt nicht vorschreiben, dass ihr keine Fette und Eiweiße in den zweiten 3 Tagen zu euch, also in den letzten 3 Tagen vom Wettkampf zu euch nehmen sollt. Das macht keinen Sinn. Ja. Aber verstärkt Kohlenhydrate macht auf jeden Fall Sinn. Also das würde ich auf jeden Fall nutzen, damit die Speicher einfach voll sind. Wettkampftag, klar, im Endeffekt, der beginnt relativ früh. Ihr solltet auf jeden Fall rechtzeitig aufstehen. Wir haben in Frankfurt in der Regel eigentlich das Glück, dass wir eine Stunde geschenkt bekommen, wenn ich richtig bin. Ja, jetzt wurde sie gerade gestohlen. Die kommt dann pünktlich zum Frankfurt-Marathon wieder. Das heißt, ihr solltet schon zumindest 3 Stunden vorher aufstehen. Ich selber bin 4 Stunden vorher aufgestanden, habe mal eine Runde ums Hotel gedreht. Nicht im Laufschritt, sondern nur ganz normal zu Fuß. Einfach nur, um mir das Wetter anzuschauen. Um zu schauen, ist windig, ist es gerade regnerig oder passt es alles, weil das natürlich schon entscheidend ist für eine gute Zeit. Bin dann zum Frühstück gegangen und habe eigentlich keine Experimente mehr gemacht. Ja? Das heißt, da dann wirklich auf alles, was es im Hotel gibt, mehr oder weniger verzichten. Machen auch nicht alle so, gerade die Kenianer kommen manchmal mit den Buffets nicht hundertprozentig zurecht. Ist ein gewisses Überangebot. Ich habe im Endeffekt 2-3 Scheiben Toast zu mir genommen, Honig, Kaffee dazu, kein Orangensaft, keine Fruchtsäfte, weil das im Endeffekt Fruchtsäuren auch wieder für unser Verdauungsapparat nicht so ganz einfach sind, zumindest unter der Belastung. Keine Eispeisen, also alles, was schwer verdaulich ist, habe ich im Endeffekt weggelassen. Ich wollte einfach eine Grundlage im Magen haben. Alles andere habe ich über Sportgetränke sozusagen auch vor dem Start noch geregelt. Toiletten suchen. Ich glaube, kein Veranstalter dieser Welt kann für dieses Zeitfenster von 30 Minuten in Anführungsstrichen die benötigte Anzahl an Dixies zur Verfügung stellen. Ja. Schaut euch einfach am Tag vorher schon mal rund um die Festhalle um. Da sind einige Hotels, Möglichkeiten, wo man vielleicht, ich sag mal, halb illegal, zumindest ohne sich ewig am Dixie anstellen zu müssen, da entsprechend nochmal unterwegs sein kann. Aber da sollte ich zumindest mal einen Plan B irgendwo im Hinterkopf haben.
Gerade auch noch in der Messehalle gibt es da ja auch eine ganze Menge von Möglichkeiten. Anziehen, natürlich für die Strecke nicht zu warm. Das heißt, ich habe relativ selten Marathonläufer getroffen, die gesagt haben, mir war kalt auf der Strecke. Wenn überhaupt am Anfang. Ja, das heißt, ihr müsst euch natürlich schon am Anfang, wenn ihr die Kleiderbeutel abgegeben habt, wenn ihr dann Richtung Startblöcke geht, noch ein bisschen vor eventueller Kälte schützen. Ja, einfach einen alten Pullover drüber ziehen, den ihr in die Altkleidersammlung geben wolltet. Der wird dann, wenn der Startschuss erfolgt ist, einfach zur Seite geworfen, wird dann von den Veranstaltern eingesammelt, auch wieder der Altkleidersammlung zur Verfügung gestellt und ihr seid zumindest nicht ausgekühlt, wenn ihr im Startblock steht. Ja? Selbst wenn es mal regnen sollte, mir nützt beim Marathon keine Regenjacke was, weil die ist spätestens nach 5 Kilometer klatschnass. Ich habe die Feuchtigkeit, die Kälte an der Haut, ja, und das funktioniert nicht. Das heißt, da wirklich sich vorher überlegen, wie kann das Ganze aussehen, aber mit Sicherheit nicht zu warm anziehen. Startblöcke, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wir haben hier den Wellenstart, auch bei vielen großen Veranstaltungen. Sucht den Startblock auf, wo ihr auch geschwindigkeitstechnisch reingehört. Ja? Sowohl zu weit vorne wie auch zu weit hinten stehen ist extrem nervig. Entweder musst du Schlängellinien laufen, um weiterzukommen nach vorne, oder du hast permanent das Gefühl, alle überholen mich, alle sind besser und bei mir läuft es ja überhaupt nicht. Ja? Schützt euch davor, ihr habt alle einen Chip am Schuh, ihr habt eure Nettozeit, es ist völlig egal, wann ihr über die Startlinie lauft, aber lauft in dem Bereich, wo um euch rum Leute sind, die das Gleiche wollen. Weil mit denen könnt ihr mitschwimmen. Warum haben die Kenianer, warum haben die Spitzenläufer Tempomacher? Einfach, damit sie die erste Stunde nicht drüber nachdenken müssen und einfach nur mitrollen. Und genau das Gleiche würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr Leute um euch rum habt, die gleiche Geschwindigkeit laufen, dann funktioniert das auch. Auf der Strecke, klar, wir schauen natürlich, dass wir schon in unserer Geschwindigkeit unterwegs sind. Am Essigstand bekommt ihr das Pace Your Race Armband, ein kleines blaues Armband. Ihr geht einfach zu Essigs an Stand und sagt, okay, ich möchte die und die Endzeit laufen. Dann bekommt ihr ein Armband mit allen 5 Kilometer Zwischenzeiten. Wirklich sehr zu empfehlen, weil ihr dann einfach die Möglichkeit habt, mit eurer persönlichen Uhr, die ihr eingestoppt habt, wenn der Startschuss, also wenn ihr selber die Startlinie überquert habt, und dem Armband im Endeffekt eure Zeiten zu vergleichen. Ja, ich habe früher viele Läufer gesehen, die sich auf den Unterarm geschrieben haben. Die cleversten mit wasserfesten Stiften. Die anderen haben irgendwann wieder angefangen zu rechnen. Und von daher macht das Armband auf jeden Fall Sinn. Von der Einteilung her eher sogar eine schnellere zweite Hälfte. Ich kann mich noch gut an den Anfang meiner Karriere erinnern, wenn dann irgendwo ein Weltrekordversuch war oder ein Streckenrekordversuch, dann hat man eigentlich ein Feld von Kenianern in Richtung Weltrekord losgeschickt und hat irgendwie gehofft, einer wird schon durchkommen. Ja, man wusste vorher auch nicht, welcher das vielleicht sein könnte, aber mit ein bisschen Glück kann das funktionieren. Heute ist man so clever, dass man wirklich sagt, okay, wir laufen eine schnellere zweite Hälfte. Das hat ganz viel mit dem Energiestoffwechsel zu tun, was ich gerade gesagt habe. Kohlenhydrate, die ich am Anfang vergeudet habe, verliere ich hinten raus doppelt und dreifach. Und demzufolge ist es so wichtig zu sagen, okay, ich bin in meinem Bereich unterwegs, ich bin effektiv unterwegs und wenn es gut läuft, dann hole ich hinten raus noch Zeit. Ich kann nicht wie ein Hamster ein paar Minuten mal auf die Seite legen. Sobald der Mann mit dem Hammer dasteht, verliere ich die drei- und vierfach wieder. Also das macht mit Sicherheit keinen Sinn. Verpflegungsstellen nutzen, ja, gerade auch wenn es ein bisschen wärmer wird, was ja in einem schönen Oktobertag auch durchaus sein kann. Dann solltet ihr alle Verpflegungsstellen nutzen, Becher vom Tisch nehmen, stehen bleiben zum Trinken, damit ihr wirklich die Flüssigkeit auch irgendwo trinken könnt und nicht ihr sie auf eurem T-Shirt oder eurem Shirt verteilt. Und dementsprechend natürlich dann auch wirklich Flüssigkeit aufnehmen. Ich würde schon empfehlen, pro Verpflegungsstand so 100, 150, 200 Milliliter auf jeden Fall zu trinken. Ja? Wenn es warm ist, noch deutlich mehr. Es macht natürlich auch Sinn, im Endeffekt sich Zwischenziele zu setzen. Ja? Ihr solltet nicht hier an der Festhalle loslaufen und nach dem ersten Kilometer sagen, hey, yippie, nur noch 41. Das ist psychisch eher schwierig, sondern ich habe so gemacht, dass ich wirklich von Kilometer, von Verpflegungspunkt zu Kilometer, also Verpflegungspunkt gedacht habe.
Ja, alle 5 Kilometer ganz genau die Zeiten verglichen, mich darauf konzentriert, dass ich meine Flasche bekommen habe und dann im Endeffekt mich sozusagen über die Strecke gehangelt habe. Irgendwann nach dem Halbmarathon ab Kilometer 25, 30 kann man auch mal ans Ziel denken. Das ist völlig in Ordnung. Aber ganz am Anfang muss das sicherlich noch nicht sein. Ja, und hier in Frankfurt ist so stimmungsvoll, dass ihr natürlich im Endeffekt die Zuschauer auch einfach nutzen könnt. Vielleicht sind ja auch Freunde, Familie von euch an der Strecke, die euch im Endeffekt motivieren und wo ihr das natürlich für eure eigene Geschwindigkeit, für euer eigenes Durchhaltevermögen entsprechend natürlich auch nutzen könnt. Dann sind wir schon fast am Ziel. Das heißt, jetzt kommt es natürlich darauf an, dass ihr das Ganze, was ihr absolviert habt, auch genießt. Ja? Der Zieleinlauf in die Frankfurter Festhalle ist so ziemlich das Stimmungsvollste, was ich erlebt habe. Ich bin es gerade auch vor 2 Jahren mit einer Staffel gelaufen. Das heißt, das ist natürlich schon Gänsehaut-Feeling pur. Ja? Denkt dran, dass ihr da nach Möglichkeit auch ein bisschen noch euer Lächeln aufsetzt, weil da sitzen kurz vor der Ziellinie auch nochmal die Fotografen, die euch hinterher sozusagen diesen Moment anbieten oder verkaufen wollen. Für viele ist es einfach eine schöne Erinnerung. Ja? Und da sollten wir schon schauen, dass wir da zwar natürlich irgendwo aussehen, als wenn wir 42 Kilometer gerannt sind, aber vielleicht, dass wir irgendwie zumindest noch zufrieden entsprechend wirken an der Stelle. Und ansonsten gilt es dann natürlich einfach nur noch zu genießen, das ganze Revue passieren zu lassen und die After-Race-Party sozusagen zu genießen. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass du natürlich die Möglichkeit hast, Energie noch zur Verfügung zu stellen. Das hängt einmal damit zusammen, wie lange bist du unterwegs, ja? Weil die Gels zum Beispiel über den Magen verdaut werden müssen. Das heißt, ich hatte auch in meinen Trinkflaschen so ab Halbmarathon aufgelöste Gels mit drinne, immer in der Hoffnung, dass die noch in der Muskulatur ankommen, bevor ich im Ziel bin. Ja? Das war bei mir ein relativ kurzes Zeitfenster. Bei dem einen oder anderen macht das sicherlich definitiv Sinn und da kann oder da muss vielleicht auch mal ein bisschen feste Nahrung zu sich genommen werden. Also mal ein Riegel, mal eine Banane, alleine um den Magen zu beruhigen. Ja? Was natürlich schneller funktioniert, sind die Geschichten, die eigentlich über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Ja? Sei es Gelkissen oder solche Geschichten, die im Mund bleiben, ja? Die da auflösen sollen. Die haben meistens eine etwas geringere Energiemenge, aber sie gehen direkt ins Blut. Das heißt, von der Mundschleimhaut werden die direkt transportiert übers Blut Richtung Muskulatur. Ja? Und auch die Psyche kriegt irgendwo alleine dadurch schon nochmal so einen Kick, dass sie sagt, okay, da kommt jetzt wieder Energie, dann kann ich auch nochmal ein bisschen aktivieren. Ja? Macht auf jeden Fall Sinn, ja? Nicht zu früh. Das ist ein wichtiger Punkt. Also es macht keinen Sinn, ein Gel bei Kilometer 3 zu nehmen oder bei Kilometer 5, weil dann kommen wir zu sehr in diesen Schaukeleffekt, ja, den wir unter der Belastung dann irgendwann nicht mehr wollen oder auch nicht haben. Ja. Weil wenn der Körper Energie braucht, dann ist auch die Insulinausschüttung nicht mehr so hoch. Das heißt, das gleicht sich dann eher ein bisschen an. Also macht durchaus Sinn, aber erst auf der zweiten Hälfte. Sonst noch Fragen? Also ich hatte die komfortable Situation, dass wir am Vorabend bzw. am Morgen eigene Trinkflaschen abgegeben haben und die auch auf Top-Athletentischen sozusagen standen und wir die da relativ gut wiedergefunden haben. Ihr habt die Möglichkeit, Eigenverpflegung abzugeben. Ja? Die Frage ist immer, ist die Flasche da, wenn ich am Tisch vorbeikomme oder hat sie jemand anders vielleicht schon mitgenommen? Und wie schnell finde ich die? Ja? Das heißt, von daher, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal an der Strecke jemanden zu platzieren, der dir was gibt, was jetzt nicht den IAAF-Regeln entspricht, aber ich denke mal, nicht ganz vorne im Feld ist es irgendwo dann sowieso okay, dann ist das eine Möglichkeit, ja, oder du musst halt oder du kannst kleine Mengen auch mitnehmen, aber das ist natürlich nicht die Flüssigkeitsmenge, die du im Marathon benötigen wirst. Ja, aber ich selber hatte jetzt keine Trinkflasche dabei. Die hat auf mich irgendwo in den Verpflegungsstellen gewartet.
eigentlich hörst du auf dein Gefühl. Das heißt, dein Körper wird dir zeigen, ab wann das Ganze wieder funktioniert. Ich erinnere mich mal an einen Marathon, den ich gelaufen bin. Ich habe ihn glücklicherweise gewonnen. Und direkt danach kam ein Fotograf auf mich zu und sagte, er hat den Schnappschuss nicht erwischt. Ich soll nochmal über die Ziellinie laufen. Ich bin 10 Meter zurückgegangen und habe, weil ich ein gutgläubiger Mensch war, versucht, nochmal anzulaufen. Habe sofort Krämpfe gekriegt. Das heißt, da ging gar nichts mehr. Ich bin an den nächsten Tagen, ich war immer froh, dass ich bis Montag noch im Hotel bleiben konnte, weil die hatten einen Fahrstuhl. Wenn ich dann Montagabend zu Hause war, mit meiner Sporttasche unten stand und wusste, ich muss jetzt in den zweiten Stock, ich bin Treppen rückwärts gegangen, weil das Heben des Oberschenkels war gar nicht machbar, sofort Krampf. Da macht es natürlich keinen Sinn, an Laufen zu denken. Ja? Das heißt, da merkst du dann selber schon, ab wann dein Körper auch wieder bereit ist, sozusagen überhaupt sich zu bewegen. Durchblutung ist immer gut. Ja? Also die Bewegung wäre nicht verkehrt. Aber das muss natürlich muskulär an dem Bereich sein, wo es funktioniert. Ja? Eher regenerative Maßnahmen, Durchblutung, heiße Bäder, Sauna, all so eine Geschichten für die Regeneration, aber nicht jetzt direkt schon wieder ans Training denken. Das war nach dem Halbmarathon. Nach dem Marathon nicht. Das hätte nicht funktioniert. Keine Chance. Also ich habe keine 2 Liter Kaffee getrunken. Ja. Ein oder zwei Kaffee ist kein Thema. Und wir haben heute sogar in den Gels Koffein mit drin, weil bekannt ist, dass Koffein die Energieaufnahme beschleunigt. Ja. Also Koffein ist kein Problem, wenn ich es gewöhnt bin. Also wenn du im Alltag auch Kaffee trinkst, ja, jetzt nicht, auch nicht literweise, dann macht das durchaus Sinn und dann funktioniert es. Also von einem Kaffee kommst du noch nicht auf die Dopingliste. Ja, nee, ist ja in Ordnung. Ist eine Möglichkeit, wenn du für dich einschätzt, ja, meine Grundlagen sind da. Das heißt, ein Halbmarathontraining wird ja eher noch einen Tick intensiver als das Marathontraining, weil die Geschwindigkeit höher ist. Und von daher würde ich das empfehlen, wenn du sagst, ich bin ein erfahrener Läufer, meine Grundlagen sind sozusagen immer da, ich habe jetzt auch den Winter durchtrainiert. Ja. Ansonsten würde ich dir empfehlen, mach das Grundlagentraining und aus dem Grundlagentraining einfach einen Halbmarathon. Das wird vielleicht keine neue Bestzeit, aber du kannst damit natürlich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du trainierst deine Grundlagen, bereitest deinen Körper vor, hast trotzdem den Halbmarathon sozusagen als Event und setzt darauf dann das Marathontraining. Im Endeffekt, du kannst dich zum Beispiel mal bei laufen.de umschauen. Jetzt ist die Frage, in welchem Geschwindigkeitsbereich bist. Da habe ich den einen oder anderen Trainingsplan veröffentlicht. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, es ist auch im Gespräch über die nächsten Newsletter vom Frankfurt-Marathon soll auch ein bisschen was angeboten werden. Das heißt, ich würde sagen, da findest du schon was und wenn nicht, meldest du dich bei mir. So. War noch eine Frage? Entschuldigung. Also da wäre auch meine Empfehlung, dass du natürlich auch mal das probierst, was du dann auch im Wettkampf zu dir nehmen möchtest. Ja? Im Endeffekt siehst du eigentlich bei vielen Veranstaltern auch in der Sponsorenliste, wer da sozusagen der Ausrüster, auch der Sportgetränke, der Riegel, der Gels ist. Und das sollte ich mir vorher mal besorgen und auch mal ausprobieren. Ja? Weil nicht jedes Gel, jedes Sportgetränk vom Magen her problemlos verkraftet. Und das dann eben nicht testen Sonntagabend beim Tatort, ja, weil da verträgt man vielleicht alles, sondern wirklich in einer Trainingseinheit, wo man entsprechend unterwegs ist und da wäre das dann ideal. Ja. Xenofit, okay, genau. Also das wäre die Empfehlung und habt ihr mit Sicherheit auch auf der Homepage. Ja, schauen wir noch mal in die Runde. Gibt es noch Fragen an den Carsten? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, ihn mal mit einem großen Applaus zu bedenken, denn das war sehr anschaulich alles.
Eine der letzten Fragen fand ich sehr spannend. Wo kriegt man solche Trainingspläne her? Ja, es gibt Menschen, die damit ihr Geld verdienen. Zum Beispiel auch der Carsten. Also man kann sich dann natürlich entsprechenden Rat holen. Und ich denke, es ist auch nicht ganz verkehrt, wenn man da den einen oder anderen Euro investiert. Am Ende geht es ja dann, das haben wir jetzt gar nicht so groß beleuchtet, aber natürlich auch vor allem um die Gesundheit. Und keiner sollte da etwas machen und mit seinem Körper fahrlässig umgehen. Und deswegen vielleicht mit diesen 42 Tipps von Carsten auch entsprechend umgehen. Ich habe ein paar Menschen gesehen, die haben mitgeschrieben. Das wäre gar nicht nötig gewesen, habe ich aber vergessen vorher zu sagen. Mea culpa. Denn ihr bekommt jetzt, wenn ihr diesen Raum irgendwann heute Abend verlasst, von Mainova einen wunderschönen Beutel. In dem ist eine Trinkflasche, die ihr gerne auch beim Mainova Frankfurt Marathon einsetzen könnt. Es gibt da aber auch nochmal dieses Handout, das heißt das, was ihr heute von Carsten gesehen und auch gehört habt, das werdet ihr dort nochmal in gedruckter Form bekommen. Und da sind hinten auch nochmal die 42 Tipps, um die es ging, nochmal kilometerweise aufgelistet. Das ist auch eine ganz nette Form, das nochmal nahe zu bringen. Es gibt dann noch einen Energieberater von der Mainova, da kann man also auch noch ein bisschen Energie sparen zu Hause, die man dann vielleicht in seinem Körper einsetzt. Also es ist alles drin in diesem Beutel. Von daher werdet ihr gut ausgestattet nach Hause gehen. Ihr habt jetzt, wie gesagt, noch die Möglichkeit, gerne auch den Carsten nochmal ein bisschen im One-to-One-Gespräch zu löchern. Aber lasst ihm auch mal irgendwann Luft holen, dass er auch was essen und was trinken kann. Das kriegt ihr alle. Es gibt mit freundlicher Unterstützung von Krombacher und Rossbacher ein paar Getränke. Es gibt ein paar Brezeln. Es gibt ein bisschen Obst von einem unserer Partner, nämlich, jetzt muss ich kurz gucken, Querbeet, genau, kurz entfallen. Frankfurter Laufshop hat auch noch einen Stand aufgebaut, wo ihr euch auch noch mal ein bisschen informieren könnt. Und ja, ansonsten sagen wir, glaube ich, einfach noch mal Danke an Carsten, dass er sich heute die Zeit genommen hat, an Essex, die ihn natürlich auch mit unterstützt haben hier, an die Mainova AG nochmal ein herzliches Dankeschön. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir am 22. Juni unser nächstes Expertengespräch haben und da geht es um Ernährung, weshalb wir uns dann auch bei unserem weiteren Sponsor und Partner Laviala treffen. Das heißt, wenn ihr was über Ernährung gelernt habt an dem Tag, dann esst ihr danach nichts von dem, was sie da anbieten. Da geht es dann um Kohlenhydrate und leckere Soßen. Nein, Scherz beiseite, ist ja noch lang genug hin. Da darf man auch noch mal ein bisschen sündigen an so einem Abend. Und ihr werdet dann auch erfahren, dass diese Saltin-Diät nicht nur körperlich anspruchsvoll ist, sondern auch für den jeweiligen Partner im Haushalt. Denn dieser Vortrag wird von Arne Gabius gehalten und der hat mir mal gesagt, oder vielmehr seine Frau, die Anne, hat mir das mal gesagt, Markus, wenn der diese Saltin-Diät macht, das ist so fürchterlich. Der Typ ist so unausstehlich, wenn der keinen Zucker und keine Kohlenhydrate in sich hat. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich reise da eigentlich immer gerne mit dem, ich glaube, sie ist immer in Berlin die Tage davor, beruflich versucht sie sich immer so hinzulegen, dass sie in der Woche nicht zu Hause ist. Also es wird auf jeden Fall ein sehr launiger Vortrag, da bin ich mir sicher. 22. Juni, Einladung geht aber natürlich auch nochmal raus. So, dann schaue ich nochmal auf meinen schlauen Zettel. Ach, da steht noch ein Datum. 29. Oktober, Festhalle. Spätestens da sehen wir uns alle wieder. Ich wünsche noch einen schönen Abend hier.